Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Unboxings zu Colorata, den Rhinoceros Beetles, zu den Nashornkäfern hier in der Serie Tropical Rainforest. Hier haben wir so einen kleinen Führer und ich würde sagen, wir fangen jetzt tatsächlich auch an mit dieser Nummer 1 hier, und zwar dem Herkules Käfer. Lateinisch heißt er Dynastes Hercules und es ist ein Riesenkäfer. Ihr seht schon hier, das männliche Tier erreicht eine Größe zwischen 7,5 und 18 Zentimetern, das weibliche Tier zwischen 5 und 7,5 Zentimetern. Ich kann euch sagen, dieser Hammerkäfer hat eine Flügelspannweite von bis zu 22 Zentimetern. Das müsst ihr euch mal geben. Absoluter Wahnsinn. So, und den schauen wir uns hier jetzt mal an. Er ist noch hier eingepackt. Ich werde ihn jetzt mal hier befreien aus seiner Plastikhülle. Ich schneide es mal auf hier. So, und dann schauen wir uns den mal ganz genau an, wie dieses Tier hier gemacht wurde. Ich sag's nochmal, es ist kein echtes Exemplar. Das ist tatsächlich aus Plastik, aus Kunststoff, ist also nichts echt. Hier seht ihr ein riesen Loch und dieses Loch hier ist gedacht für dieses kleine durchsichtige Stützteil, was dann auf eine Base gesteckt wird, und zwar das hier, das packen wir dann auch gleich aus, dieses Stückchen Rinde oder Baumstamm, wo der Käfer dann mehr oder weniger draufsteht, beziehungsweise ihm als Base dient, als Ständer, so. Okay, schauen wir uns den Käfer mal an. Wie schon gesagt, ich kenne mich mit Käfern nicht so gut aus, aber ich finde sie schon spektakulär. Dieser Käfer hier hat als Modell eine Größe, eine Länge von, ich sag's euch, also von ganz vorne bis zum Flügel. Ich lasse die Beine jetzt mal weg, oder soll ich die Beine mitmessen? Also sagen wir, bis zum Panzer haben wir eine Länge von 9,5 cm. Und wenn wir hier die Beine noch mitnehmen, dann sind wir knapp über 10 cm. Ihr seht's ja. Ja, also ein schönes Modell, muss ich sagen, ist eine schöne Größe. Hier kann man schon was anschauen und auch was anfassen. Und ihr seht schon, es ist richtig schön gemacht. Also die Verarbeitung ist klasse, muss man wirklich sagen. Ich habe den Käfer, glaube ich, noch nicht wirklich aus der Nähe betrachtet, in echt, im Zoo. Also ich kann wirklich über die Detailgenauigkeit hier relativ wenig sagen. Aber ich finde es echt schön gemacht, mal davon abgesehen. Hier, der Panzer auf dem Rücken, hier hat man hier ganz kleine, so ein bisschen dunkelbraunere, ja, Muster hier reingemalt und dann noch hier diese schwarzen Tupfen. Und der Panzer an sich, ja, was ist das für eine Farbe? Ist das so ein Oliv oder ein ganz helles Braun? Auch hier im Nacken sieht man dieses Braun nochmal. Hier schön die Flügel unterteilt. Das sieht man, nicht drüber gemalt. Das Hinterteil ist schon wieder ein bisschen heller, wo so rausschaut. Ja, und ja, auch hier die Unterseite von dem Horn wurde bemalt in einem hellen Braun. Auch die Augen wurden zusätzlich nochmal in so einem Rotbraun gemalt. Auch hier sieht man nochmal quasi hier rüber so einen braunen Streifen. Und die Unterseite wurde hier auch so ein bisschen graubraun bemalt. Hier haben wir auch was stehen, aber ich kann es beim besten Willen nicht lesen. Da brauche ich echt ein Vergrößerungsglas. Also Colorata kann ich erkennen, aber sonst nix. Wisst ihr was, ich hole mal ganz kurz ein Vergrößerungsglas. Augenblick. Ah, jetzt ja. Also auf der Unterseite steht drauf 2005 Colorata und Hercules. Und ich nehme da immer hier diesen Fadenzähler, der ist aus der Repro, und da sieht man wirklich alles. Von dem her schon genial. Ja, also ihr seht's ja, hier nett bemalt, selbst auf die Beinchen hier wurde noch ein bisschen Farbe aufgetragen. Hier, was ist das? Ist das der Mund? Ist das das Maul von dem Käfer? Auch das wurde ein bisschen hell gemacht. Ich kann gar nichts Genaues sagen zu der Anatomie der Käfer, aber ich finde sie einfach nur sensationell. Ich finde es klasse. Ich darf euch sagen, in meinem Garten haben wir einen kleinen Eichenwald. Und in diesem Eichenwald habe ich schon einige Hirschkäfer gesehen. Und wenn ihr mal einen Hirschkäfer gesehen habt, boah, das ist schon wirklich beeindruckend. Ein Riesenteil. Und wahrscheinlich habe ich seither auch die Faszination zu großen Insekten.
Ja, und wie schon gesagt, diese Serie hier von Colorata habe ich auf dem japanischen Markt entdeckt. Und ich finde die echt nicht schlecht. Das sind für mich richtig schöne Anschauungsstücke, ja, auch wirklich lehrreiche Stücke, wo ein Kind, wo ein Jugendlicher was entdecken kann, ohne dass er jetzt ein lebendes Exemplar hier befingern muss oder was weiß ich. Zumal es ja nicht in jedem Land lebt, dieses faszinierende Tier. Also wenn ihr das Video neulich gesehen habt, wo ich diese in Anführungsstrichen Lehrmittel-Reptilien vorgestellt habe, wo auch zwei Amphibien dabei waren, dann wisst ihr gleich mal um diese Serie hier oder wisst diese Serie hier gleich mal zu schätzen, weil das hier sind im Gegensatz dazu richtig schöne Stücken. Ja, also dieses Loch hier dient wie gesagt zum Aufstellen. Und das werden wir auch gleich machen. Also, wie ich finde, richtig schöner Käfer, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Mir ist sowas persönlich lieber als irgendwelche in Glas eingegossene Tiere, aber auch das muss jeder für sich wissen. Also, ich finde diese Variante aus Plastik hier richtig schön. Schaut euch dieses Vorderteil hier an, ja? Ist doch Wahnsinn, oder? Also, mir verschlägt es da jedes Mal wieder die Sprache, was es nicht alles gibt. Und überlegt euch mal, das Tierchen wird hier knapp 18 cm groß und eine Flügelspanne von 22 cm. Also wenn ihr dem in der Flugbahn steht, tja, den Rest könnt ihr euch denken. So, okay, ja, jetzt schauen wir mal die Unterseite an, dieses Rindenteil oder Bauchteil, was zu diesem Käfer hier gehört. Ich hole es auch mal raus. So, okay. Das ist natürlich auch, ja, ist relativ einfach gehalten, aber trotzdem hier, ne, der Innenstamm, die Rinde hier extra aufgemalt und hier so ein Olivgrün oder ein Senfgrün und hier noch ein bisschen von dem Stamm innen, wo hier durchschimmert. Ja, ansonsten ist das Teil hier hohl, aber es ist massiv Plastik. Ist kein Gummi, ist also richtig stabil, ist richtig fest. Auch der Käfer hier ist Plastik, also es ist kein Gummi, ist definitiv Plastik. Und ja, den Käfer kann man natürlich so auf dieses Rindenstück sitzen. Auch das, finde ich, sieht schon gut aus. Oder ihr könnt, wie schon gesagt, eins von diesen Stäbchen hier nehmen und den somit hier auf das Teil hier setzen. Soll ich es mal machen? Soll ich mal so ein Stäbchen rausholen? Ich meine, dafür ist ja eigentlich auch gedacht. Also wisst ihr was, ich mache das. Ich schneide es auf und mache mal so ein Teil hier weg. Mal gucken, ob ich mit Hand rausbrechen kann. Ja, das geht. Ja, wunderbar. Ich habe nur einmal kurz gedreht und ich habe das ganze Ding hier in der Hand. Ja, super. Also, dann kommt wahrscheinlich dieses dicke Teil, kommt hier in den Käfer rein. So, genau. Und das Teilchen hier unten. Also, sitzt, passt, wackelt und hat Luft, sagt man bei uns. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, ich finde das nicht schlecht. Sieht aus wie die Modelle in der Schule, ne, in der Vitrine oder im Biounterricht oder in der Universität oder was weiß ich wo oder natürlich im Naturkundemuseum. Finde ich sehr schön. So habt ihr ein Stück zu Hause. Also, ich kann es nur immer wieder sagen, auch die Verarbeitung ist richtig schön gemacht. Hier seht ihr den Strich von der Gussform und das ist absolut sauber abgeschliffen, super sauber verarbeitet. Auch die Beine hier, die sind ja wirklich ganz, ganz fein. Schaut euch die Glieder an. Ihr seht wirklich jedes einzelne Glied an diesem Käfer. Ja, und auch, ich mach's nochmal raus hier, auf der Unterseite, ja, diese einzelnen Segmente hier, seht ihr also auch schön abgeteilt hier vom Körper. Auch die Flügel hier extra aufgesetzt, dass es aussieht wie echte Flügeldecken und es ist schon klasse, wirklich klasse gearbeitet, finde ich toll. Und wie schon gesagt, das Zeug ist auch wirklich nicht teuer und dafür, finde ich, kriegt er schon was. Also so sieht das ganze Ding aus, wenn es zusammengesteckt ist und mir gefällt es richtig gut. Also finde ich top, kann ich nur jedem empfehlen, der Käfer mag, der sich mit diesen Tieren hier beschäftigt und sich sowas gerne zu Hause in die Vitrine oder auf den Schrank stellt. Ich glaube, mit dieser Serie von Colorata seid ihr da absolut gut beraten. Also wie schon gesagt, ich bin Laie. Ja, wenn es irgendein Profi anschaut, dann kann er gerne einen entsprechenden Kommentar unten reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Was hält denn wirklich ein Käferexperte von diesen Exemplaren hier?
ich kann nur als Laie dafür sprechen, als PVC-Figur-Sammler. Also ich finde es schön, richtig klasse. Also unser erster Käfer, der Herkuleskäfer von Colorata. So, kommen wir zum nächsten Exemplar. Und da haben wir in dem Heftchen den Neptunkäfer. Da gibt es gar keinen richtigen deutschen Namen dafür, glaube ich. Also ich habe schon nachgeschaut und da steht eigentlich auch nur der lateinische Namen drin. Dynastes Neptunus. Und dieser Käfer hier hat eine Länge, also die Männchen, bis zu 15,5 cm und die Weibchen bis circa 7 cm. Das ist ja wohl auch schon enorm, oder? Hammer. Also hier haben wir das Modell dazu. Den packe ich hier jetzt auch gleich aus. So. Hier aufschneiden. Hier haben wir den Käfer. Schauen wir uns mal an. Der ist natürlich jetzt wieder relativ dunkel, aber er sieht halt nun mal so aus. Ja, auch hier muss ich gleich sagen, eine Top-Verarbeitung. Ihr seht hier keine Gussnarben, gar nichts, absolut alles sauber verschliffen. Wahnsinn, also richtig schön gearbeitet. Auf dem Rücken hier habt ihr ein paar kleine Vertiefungen drin. Sieht so ein bisschen lederartig aus. Das finde ich schön. Man sieht hier schön den abgesetzten beiden Flügel, beziehungsweise die Deckflügel oder wie man das nennt. Dann die Beine hier. Ihr seht hier wirklich alle Glieder, alle Gliedmaßen. Nicht grob gemacht, sondern richtig fein. Ja, auch alle Beine hier vorhanden. Wunderbar. Auch das hier ist Plastik, ist kein Gummi. Also wirklich schöne Feinheiten. Dann hier auch hinten die Spitze. Die wurde hier eingefärbt. Auch hier vorne unter seinem riesen Hornansatz, Fortsatz oder wie nennt man das Teil? Hier, das Maulteil ist auch bemalt. Die Augen hat man hier rot gemacht. Und die Beine hier unten, die sind so ein bisschen braun, rotbraun, hellbraun bemalt. Ja, auch das extra noch bemalt. Und auch hier sieht man hier abgesetzt die einzelnen Gliedmaßen oder wie sagt man dazu? Wie auch immer. So, was lesen wir hier hinten drauf? Copyright 2005, Colorata, Neptune. Also, der Neptunkäfer. So sieht er aus. Was haben wir hier für eine Länge? Das Modell hier ist, sagen wir, bis zum Panzerende 10 cm lang. Würde ich den Fuß noch dazu nehmen, hätten wir knapp über 11 cm. Also auch eine stattliche Größe. Wirklich schön. Dann haben wir hier die Unterseite, seine Base, auf der er steht oder sitzt oder festgemacht wird. Das ist dieses Stück Holz, auch schön gemacht. Ihr seht schon, die unterscheiden sich alle, diese Holzteile, diese Unterlagen für die Käfer. Auch das hier ist hohl und auch hier hat man den Rand noch bemalt. Und wie ihr seht, es sind natürlich ganz unterschiedliche Hölzer. Ich vermute mal, das sind auch entsprechend die Hölzer, die nachgebildeten Hölzer, wo diese Käfer auch vorkommen, wo diese Käfer auch leben. So, auch hier breche ich mir so ein kleines Stützteil hier raus. Also es geht ganz einfach, ihr könnt es ganz einfach abdrehen. Und ihr habt hier auch keine Spitzen oben und unten, sondern es ist wirklich ideal ab. Schaut euch das an. Und da sagt nochmal einer China-Scheiß. Also Leute, ich glaube, von dem Begriff könnt ihr euch verabschieden. China weiß mittlerweile, was es kann. Fast jede Firma lässt in Asien drunten produzieren. Und die brauchen sich hinter keinem Hersteller mehr zu verstecken. Ganz ehrlich. So, ich stecke mal auf. Das sieht doch klasse aus. Schaut euch das an. Der Käfer hier auf diesem Holzteil. Das finde ich top. Und dadurch, dass an diesem Stab oben so eine Kugel dran ist, könnt ihr den Käfer natürlich auch hier noch ein bisschen schön bewegen. Also sprich aufstellen, vorne runterdrücken, ja, wie ihr wollt. Also das finde ich klasse, das ist nicht einfach steif oder starr oder sitzt dann irgendwie blöd da, sondern ist richtig schön gemacht. Also das ist eine richtig schöne Skulptur, wie ich finde. Schreibt es mir gerne unten rein, was haltet ihr davon? Ja, also hier seht ihr schon unseren zweiten Käfer. Hier, ich halte die beiden mal nebeneinander. Ich werde sie auch später alle hier nochmal auf die Platte stellen. Ihr seht hier den Unterschied. Er hat hier noch zwei richtige spitze Hörner raus. Neben diesem großen Teil hier, der hat es nicht.
Ja, und auch der Unterkiefer, falls man das so nennen kann, ist bei diesem Exemplar viel kürzer als bei diesem hier. Also es sind wirklich unterschiedliche Käfer. Da wird auch nicht gemogelt, indem man einfach das gleiche Modell nimmt und einfach anders bemalt, wie es auch viele Hersteller machen. So, also, das ist das zweite Exemplar, der Neptunkäfer von Colorata. Auch ein richtig schönes Stück, wie ich finde. Ja, wenn es noch interessiert, wie lang dieses Holzteil ist, kann ich euch auch sagen, wir haben hier eine Länge von ca. 6 cm. Den Käfer habe ich ja eben schon gemessen. Also, das war das. Was haben wir dann? Was kommt als nächstes? Als nächstes haben wir hier den Elefantenkäfer. Megasoma elephas. Und hier haben wir auch eine stattliche Größe. Die Männchen werden hier 13 cm lang und die Weibchen 7 cm. Finde ich schön, hier habt ihr wirklich alles. Ihr habt den lateinischen Namen, den englischen Namen natürlich. Hier die ganzen Familien, wo er hingehört. Und wie schon gesagt, hier auch die Größen von männlich und weiblich. Und hier unten auch die englische Übersetzung sowie ein Bild vom Verbreitungsgebiet des jeweiligen Käfers. Ich finde es Weltklasse. Also, wo haben wir unseren Elefantenkäfer? Hier haben wir ihn. Das ist er. Und den packe ich jetzt auch gleich aus. So, Kamera ist wieder scharf. Wunderbar. Okay, hier haben wir unseren Käfer. Ich hole das Unterteil auch noch gleich mit raus. Okay. Und auch hier seht ihr schon, auch dieses Baumteil hier wurde schon wieder ganz anders bemalt. Ja, auch hier ganz unterschiedlich, wie so Flechten und bemoost dieses Stück. Und hier ist der Baumstamm so grau und auch hier hat man noch ein bisschen die Rinde angedeutet, ja, und das Innere von dem Holz. Das finde ich toll, ja, auch das ist hohl. Was haben wir hier für eine Größe bzw. eine Länge? Haben wir auch, ja, knapp 6 cm. So, und jetzt natürlich unser Hauptdarsteller, unser Elefantenkäfer. So sieht das ganze Tier hier aus im Modell. Hier haben wir ein schönes, warmes Hellbraun. Über den ganzen Rücken und das Horn hier, auch er hat rote Augen. Den Käfern hat man anscheinend alle rote Augen gemacht. Hier auch noch einen schmalen Streifen, das ist eher so ein Cremegelb. Und auch die Unterseite vom Panzer wurde hier bemalt, sowie auch die Beinchen hier ein bisschen. Ja, auch hier seht ihr wieder die einzelnen Querstreifen drin und jedes einzelne Glied hier von den Füßchen. Ja, und hier dieses mächtige Horn von unserem Nashornkäfer hier, beziehungsweise Elefantenkäfer. Auch ein Mordsteil. Auch richtig schön gemacht, gefällt mir richtig gut. Also ich kann es nur echt jedem Käferfreund empfehlen, wenn ihr euch für Käfer interessiert, wenn ihr schöne Modelle sucht. Aus Plastik, aus PVC seid ihr, denke ich mal, hier absolut richtig. So, und auch den werden wir jetzt gleich auf sein Unterteil setzen. Ja, muss ich wieder so ein Teil hier abdrehen. Das ist der Hammer, das geht ganz leicht. Und wie schon gesagt, es wird total sauber hier abgetrennt. Ich bin richtig begeistert. So, das runde Teil machen wir wieder hier in den Käfer rein. Wie schon gesagt, ihr könnt dadurch den Käfer kippen. Und er ist nicht so steif, wie wenn das nur einfach gerade reinginge. Also das finde ich schon mal richtig klasse. So, hier die Unterseite stecken wir einfach drauf. So. Und dann sitzt der Käfer. Ach, auch das sieht doch klasse aus, oder? Auf dem Unterteil hier, ich finde es echt reizvoll. Richtig klasse. Schönes Modell und auch ihn könnt ihr hierauf noch verstellen. Kippen, wie ihr wollt. Nach vorne hin aufstellen oder nach vorne hin wie beim Kampf senken. Also, das ist schön. Richtig tolles Modell. Schaut's euch an. Klasse Teil, wirklich. Ja, und ich werde die ganzen Käfer hier, wenn wir sie alle ausgepackt haben, alle nebeneinander hier auf die Platte stellen und dann habt ihr hier auch einen richtig schönen Größenvergleich. Schaut's euch an. Also echt klasse gemachter Käfer. Ich bin auch wirklich begeistert, wie hier die einzelnen Teile hier wirklich schön abgesetzt sind. Ja, also nichts irgendwie zusammengeflossen oder einfach nur grob reingemalt. Nein, richtig schön detailliert. Also ich finde es toll. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das sei mir an dieser Stelle wirklich gestattet. Toller Elefantenkäfer von Colorata. So, was kommt als nächstes? Muss ich wieder hier unseren Guide zur Hand nehmen. Wir haben diesen
Chalcosoma caucasus. Auch er hat keinen wirklich deutschen Namen, zumindest habe ich keinen gefunden. Und wie ihr seht, auch ein Riesenteil. Die Männchen werden hier auch ca. 13 cm lang, die Weibchen jedoch nur 6,5 cm. Also die Größenunterschiede sind schon gewaltig. So, also, dann schauen wir uns mal den Käfer hier als Modell an. So, hier haben wir ihn. Aufschneiden. Okay. So. Und der wurde hier so ganz zart, ja, sieht fast ein bisschen metallisch aus, ne? Ja, was willst du machen? Sind halt ziemlich schwarze Käfer. Da kann ich natürlich hier im Modell auch nicht mehr machen. Da ist die Natur eben das Vorbild. Und diese Serie hält sich hier wirklich genau an. Boah, schaut euch diese Werkzeuge hier vorne an. Hier oben zwei ganz gewaltige lange Zangen bzw. Hörner. Und hier unten auch dieses Teil, wo hier hochsteht. Boah, cool. Auch hier hat man die Augen rot gemacht. Hier hat man noch so einen ganz dünnen cremegelben Strich über den Augen gezogen und auch hier das Maul oder was auch immer das ist, auch ein bisschen gelb bemalt. Die Beine hier hat man mit so einem Rotbraun bemalt, ebenso die Unterseite von dem Panzer. Auch hier sieht man wieder schön die einzelnen Rillen von dem Käfer. Und wie schon gesagt, der Rücken ist hier extrem flach, aber tolle Form. Hier vorne eckig, hier unten wird es dann rund. Man kann es als gar nicht fassen, dass solche Tiere überhaupt fliegen können. Das ist der Hammer. Und es ist ein toller Glanz. Es ist schön glänzend. Der Rücken hier, der hat irgendwie so einen ganz zartgrünen Stich. Und das Vorderteil ist wirklich eher rein schwarz. Also es sind schon Farbunterschiede hier zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob das in der Kamera so gut rüberkommt. Keine Ahnung. Aber wirklich ein schöner Käfer. Wirklich, wirklich schön. Was haben wir hier für eine Länge? Ich messe mal ab diesen langen Hörnern hier vorne. Also hier haben wir eine Länge von 8 cm. Würde ich das Bein noch mitmessen, sind wir bei 9 cm in etwa von dem Käfer. Ich arbeite immer so furchtbar hier drüben. Heieieiei, muss ich echt aufpassen. Ja, und auch hier holen wir jetzt mal das Unterteil raus. Hier ist das Unterteil. Und auch hier kann ich euch gleich sagen, dieser Stamm, dieses Holz oder diese Rinde hat auch eine komplett andere Form, eine andere Struktur wie alle anderen Rindenteile oder Basenstücke, die wir bisher ausgepackt haben. Hier seht ihr hier schon auf dieser Seite hier der Baumstamm angedeutet und die Rinde und hier fällt es flach ab. Ist auch klasse, oder? Schön und hier noch ein Astloch mit drin, also auch schön gemacht und wie schon gesagt, ist massiv plastisch. Was hat das Teil für eine Länge? Ja, also wir sind hier bei 5,5 cm. So, und da stecken wir jetzt gleich unseren Käfer drauf. Mache ich wieder so ein Teilchen hier ab, diesmal von dieser Seite hier. Ihr kennt es ja schon, stecke ich hier unten in den Käfer rein und bringe den Käfer hier auf sein Holzteil hier auf. So, so sieht es aus. Ah, ist das nicht ein klasse Bild? Ich kann es nur immer wieder sagen. Also ich bin total begeistert von diesen Figuren. Klasse. Nachher könnt ihr natürlich den Käfer so hinstellen, so hinmachen, wie ihr es wollt. Entweder ganz flach oder aufgestellt oder ein bisschen seitlich gedreht. Ja, ist ja alles möglich. Ich finde es sogar sehr reizvoll, wenn die Käfer nicht ganz so gerade oder mittig wie das Holz hier drauf sitzen. Also das gefällt mir richtig gut. Schaut's euch an. Hier zum Vergleich noch den Elefantenkäfer. Ich mache den auch mal ein bisschen schräg drauf. So, das ist doch klasse. So sieht es aus. Sind es nicht schöne Käfer? Sind es nicht tolle Modelle? Also ich finde es richtig klasse. Schaut euch an, wie der linke Käfer glänzt. Das ist der Hammer. Bin auch immer total begeistert, wenn mir so ein einfacher, aber riesengroßen Mischtkäfer über den Weg läuft. Wenn ich spazieren laufe und das Grün im Sonnenlicht schimmert, könnte ich auch stundenlang zuschauen. Ah, Käfer sind schon was Tolles, muss ich schon sagen. Okay, also, so, was kommt jetzt? Was haben wir nun? Ja, der Käfer Nummer 5 ist auch gleichzeitig der Fünfhornkäfer. Lateinischer Name Euphatorus gracilicornis.
Und Leute, ja, bitte nicht verübeln, wenn ich die Namen komplett falsch ausspreche. Wie schon gesagt, ich bin kein Insektenkundler. Ja, dieser Käfer ist nicht ganz so groß. Das Männchen wird hier bis zu 7 cm, die Weibchen nur 5,5 cm. Aber auch wenn ihr den Käfer seht, das ist schon ganz schön stattlich, ein Riesenteil. Also, schauen wir uns das Modell hier an. Hier habe ich ihn und schön raus aus seiner Verpackung. Ach, auspacken. Gibt's was Schöneres? Ich pack so gerne aus. Also hier, der Fünfhornkäfer. Und ihr seht ja schon, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Hörner. Erinnert mich jetzt irgendwie an Star Wars? Warum erinnert mich das jetzt an Star Wars? Oder an irgendeinen Science-Fiction-Film? Keine Ahnung. Wenn euch das auch so geht, dann schreibt es so bitte unten in die Kommentare. Ja, okay. Ja, auch er wirklich schön gemacht. Hier auf dem Rücken seht ihr ein Muster. Es ist so ein orangenes Braun und dann noch mit einem anderen Braun solche Streifen hier reingemalt. Dann auch hier geht noch ein schöner Strich hier rüber in einer anderen Farbe. Auch die Flügel hier schön abgesetzt. Ja, toll gemacht. Auch hier seht ihr wirklich alle einzelnen Gliedmaßen von diesem Käfer hier. Und richtig toll gearbeitet. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ihr seht hier keine einzige Gussnarbe. Alles richtig sauber gemacht. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr in den Händen gehabt. Ganz ehrlich. Also von dem her eine richtig saubere Arbeit. Klasse. Kann ich gar nicht anders sagen. Hier das Maul auch ein bisschen aufgehellt. Hier wieder so ein Streifen über das Horn drüber. Die Augen sind auch hier wieder rot. Ist das bei den Käfern tatsächlich so? Sind die Augen rot? Glaube ich nicht, oder? Könnt ihr mir auch gerne unten reinschreiben. Hier die Unterseite auch ein bisschen rotbraun. Ebenso die Beinen, die Innenseiten, die Unterseiten ebenfalls rotbraun bemalt. Die Oberseite hat man schwarz gelassen, nee, ist auch nicht wahr. Hier hat man auch ganz leicht irgendwie ein dunkles Braun drüber gemalt. Also wie schon gesagt, von der Bemalung her will ich mal sagen, relativ einfach gehalten, aber doch schön gemacht und vor allem deutlich. Nichts verschmiert und gar nichts. Also wie schon gesagt, schaut euch dieses Muster hier an. Da ist nichts verschmiert, gar nichts. Auch da kann sich so mancher Hersteller echt eine Scheibe abschneiden, wie ich finde, ja? So, okay, was haben wir hier für eine Länge? Wir sind hier, ich messe mal von hier vorne, bei 6,5 Zentimetern. Also kann man... Oh, seht ihr, ich bin schon wieder links. Hei, 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 sag doch was. Brüllt Rupi, wenn ich zu weit links bin. Vielleicht höre ich's ja. Menschenskinder Rupi, echt, passt doch auf. Also 6,5 cm, wenn ich die Füße hier mitmesse, sind wir bei knapp 8 cm Länge. Also das Teil ist Life Size, Lebensgröße. Genauso groß ist der Käfer und gebt euch das mal. Wann seht ihr mal so einen riesengroßen Käfer in Freiheit? Toll. Und hier haben wir, wie schon gesagt, Modelle aus Kunststoff, nix echt. Kein Tier ist da gestorben, sondern ein richtig schönes Käfermodell. Toll. So, jetzt brauchen wir wieder die Unterseite. Die Rinde, wo er drauf kommt, die ist sehr spektakulär. Sieht ein bisschen aus wie ein abgelaufenes Brötchen, was so lange beim Bäcker steht. So, ihr wisst, was ich meine. Hier haben sich irgendwie schon seltsame Kulturen angesiedelt oder was weiß ich. Ja, ein schönes Rindenstück, spektakulär, schaut's euch an. Hier so eine Schrägrinde und hier auch noch so eine Struktur extra reingemalt. Also wo findet man sowas schon? Finde ich echt cool, klasse. Ich hol dieses Teil und was haben wir hier für eine Länge? Das ist das längste bis jetzt. Hier sind wir bei knapp 7 cm in der Länge. Wow, cool. Bin ich gespannt, wie der Käfer drauf aussieht. Hier, unser vorletztes Teilchen hier abdrehen. Beziehungsweise zum vorletzten Käfer. So, stecke ich ihm hier wieder rein. Boah, ist ja eigentlich schon grauslich, ne? Und ja, setzen mal hier drauf. Wie rum gehört er denn drauf? So rum? Eigentlich ist ja egal, ihr könnt ihn ja drehen, wie es euch am besten gefällt. So, jetzt schaut mal, wie realistisch der aussieht. Ist doch klasse, oder? Ich finde es richtig schön. Wahnsinn. Hammermäßig, gut gemacht. So, ein bisschen schräg draufsetzen.
dann wirkt es gleich eigentlich noch echter, wie ich finde. Auch ein richtig schönes Modell, auch den könnt ihr ein bisschen verstellen, nach hinten kippen oder nach vorne, je nachdem, so wie euch das ganze Stück hier eben gefällt. Also hier unser Fünfhornkäfer, unser vorletztes Modell. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten. Oh, ich sag euch, das sieht toll. Hier stehen die ganzen Käfer neben mir. Das sieht klasse aus. Und wie schon gesagt, ich stelle sie hier gleich auf die Drehscheibe. So, hier haben wir den letzten Käfer. Und auch für den gibt es nicht wirklich einen deutschen Namen. Huch, was liegt denn hier schon wieder? Wir haben hier den Tryphoxylus dichotomus. Der japanische Nashornkäfer. Ja, auch eine ähnliche Größe wie unser Fünfhornkäfer. Die Männchen werden hier 7,5 cm groß und die Weibchen nur 5 cm. Was heißt nur 5 cm ist stattlich bei Käfern? Ja, und hier haben wir unser letztes Modell. Den hole ich auch gleich raus. So. Lassen wir mal fliegen, unseren Käfer. Und weg. So, machen wir gleich noch den Baumstamm hier raus. Also über die Baumstämme, über die Unterseiten von unseren Käfern bin ich voll begeistert. Schaut's euch an. Also es ist kein Stamm wie der andere. Wirklich. Also ganz klasse. Super gemacht, muss ich schon sagen. Gefällt mir richtig gut. Jedes Teil hier hat eine komplett andere Struktur, ist komplett anders gemacht. Hier an der Seite ähneln sie sich, aber trotzdem, diese Rinde und das Holz hier, toll gemacht. Auch das ist natürlich hohl. So, Länge haben wir hier 6 cm. War ich gerade schon wieder zu weit links, ne? Heieiei. Okay, so, jetzt unser Tryphoxylus. Käfer, unser Japan-Nashornkäfer. Er ist richtig schön rostbraun, so ein rotes Braun über den Rückenpanzer drüber. Hier seht ihr einen Streifen rüber, eine schöne Abtrennung zum Kopf hin, sauber gemacht. Auch hier alle Gliedmaßen zu sehen an den Beinen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Richtig schön. Ich kann es nur immer wieder sagen, nicht eine Gussnarbe. Bei keinem einzigen Käfer habe ich auch nur ansatzweise eine Gussnarbe gefunden. Bei keinem dieser Unterteile habe ich irgendwo eine Gussnarbe gesehen. Also Hammer Verarbeitung, ich kann es nicht anders sagen. Hier das Mundteil, hier ein bisschen in einer helleren Farbe, so cremebraun. Auch hier am Kragen oder wie man das nennt. Die Unterseite von den Beinen sind ebenfalls hier rotbraun. Ja, die vorderen Beine sind rotbraun. Hier bei den hinteren vier Beinen wurde es hellbraun gemacht und geht dann hier in dieses Rot über. Und die vorderen Teilchen hier sind komplett schwarz bei allen 6 Beinen. Cool, auch hier die ganzen Einkerbungen an dem Käfer dran. Schön gemacht, klasse. Und das Horn hier ist ja auch wirklich Weltklasse. Hier so ein kleines Hirschgeweih, ne? Klasse Käfer, irre. Hammer. Es lohnt sich auch mal ein Video auszuleihen, beziehungsweise eine DVD oder eine Blu-ray, wo ihr die Käfer dann in Großaufnahme seht. Also ich finde es toll. Auch das Verhalten von den Käfern, die Revier, die Paarungskämpfe, was die da dann abziehen. Boah, glaubt man gar nicht, wie agil, wie munter diese Kerlchen hier werden. Obwohl sie eher plump wirken, ne, mit ihrer ganzen Rüstung, mit diesen dicken Hornplatten, Chitinpanzer, die sie da haben. Oh, ich rede mich gerade wieder um Kopf und Kragen, oder? Wahrscheinlich ist hier wieder ein Satz falscher wie der andere. Keine Ahnung. Also seht's mir nach. So, jetzt werden wir auch diesen Käfer hier auf sein Stückchen Rinde setzen. So, machen wir das letzte hier raus. Und ihr seht schon, ihr habt hier noch ein Teilchen als Ersatz übrig. Finde ich auch toll. Und ich sage es nochmal, die Dinger könnt ihr hier raustrennen, ohne dass oben oder unten irgendwas Spitzes hängen bleibt. Das ist doch mal absolut top. Also Leute, ich war selten so begeistert von einer Serie wie von dieser hier. Ich sag's immer wieder gerne. Ganz großartig. So, schaut ihn euch an, unseren japanischen Nashornkäfer. Da sitzt er und guckt
So, sieht klasse aus. Wie schon gesagt, ihr könnt es auch ganz gerade hier draufsetzen, aber das finde ich langweilig. Ich finde es viel interessanter, wenn ihr es ein bisschen schräg auf den Stamm hier setzt. Das wirkt gleich viel lebendiger, wie ich finde. Also, tolles Modell. So, ich drehe ihn wieder in die Richtung. So gefällt mir es noch besser. Klasse, absolut klasse das Teil. Oder was? Wie findet ihr das Ganze? Ja, dürft ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich freuen, was ihr davon haltet. Ich finde, selbst wenn man kein Käferfan ist, ich bin kein Käferfan, aber ich mag diese Tiere halt. Ich bin absolut begeistert. Wäre ich Fan, dann wüsste ich jeden lateinischen Namen von den Tierchen auswendig, wüsste die Größe, wüsste, wo sie leben, wüsste, ob sie gerne Softeis essen oder doch lieber Käsekuchen. Aber das weiß ich alles nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde sie toll. Ich finde sie einfach nur klasse. Und schaut euch an, wie sie hier glänzen. Ah, ist doch toll. So, und wisst ihr was? Jetzt sind wir durch mit allem. Und jetzt setze ich die ganzen Käfer hier mal nebeneinander auf die Platte. Und das sieht schon bombig aus, wenn die alle nebeneinander stehen. Ich mache sie auch ein bisschen hier schräg drauf. So, dann wirkt es nicht alles statisch und gleich. Dann haben wir hier richtig wilde Käfer. So, jetzt haben wir hier alle nebeneinander. Ein bisschen besser mittig draufsetzen. Vielleicht auch ein bisschen versetzen. Denn ich werde sie gleich auch mal ein bisschen drehen. So, und dann seht ihr die aus allen Richtungen. Ich hoffe, es kommt ein bisschen, weil die Käfer sind auch ziemlich dunkel. Ich hoffe, es kommt einigermaßen auf dem Video raus. So, hier drehe ich es mal. So sieht die ganze Geschichte aus, wenn ihr die Käfer hier mehr oder weniger nebeneinander seht. Also ich finde es schon klasse. Super Nashornkäfer, wie schon gesagt, von Colorata aus der Serie Tropical Rainforest Rhinoceros Beetles, also Nashornkäfer. So sieht die ganze Geschichte hier aus. Ja, sind natürlich nicht allzu bunt, aber so sind sie natürlich auch nicht in der Natur. Die meisten sind eben einfach relativ unspektakulär dunkel gefärbt, um eben nicht so aufzufallen, beziehungsweise um sich besser auf dem Waldboden oder in den Bäumen tarnen zu können. Oder erzähle ich jetzt schon wieder Quatsch? Oh, ich habe keine Ahnung. Also, was ich sagen will, ich finde Käfer toll, vor allem hier diese Serie. So, und jetzt stelle ich die hier auch noch alle im Kreis auf. Immer so einen schwarzen und einen hellen in so abwechselnd. Kann ich sogar enger stellen. So. Und dann drehe ich sie nochmal um. So. Dann seht ihr die ganzen Käfer auch nochmal schön einzeln nebeneinander. Ich werde ein bisschen drauf zoomen. So. Ich glaube, so geht's, oder? Ja, hier seht ihr sie nochmal. 6 Käfer aus dieser Box von Colorata, wie schon gesagt, ich kriege noch eine zweite Box mit anderen Käfer. Und ja, jetzt muss ich doch mal gucken, was sind denn das denn für Käfer? Augenblick. Also das hier sind die Nashornkäfer. Und die Serie heißt dann Colorata Tropical Rainforest Stack Illustrated Beetles. Zumindest habe ich das hier auf der Beschreibung drauf. Da bin ich wirklich gespannt. Und wie schon gesagt, es kommen auch noch tropische, exotische Frösche. Und irgendwann kommt auch noch dieses Dinosaurier-Set von Favorite, von Favorite. Ja, also Leutchen, das war's. Das war mein Unboxing zu Colorata Rhinoceros Beetles, also Nashornkäfer aus der Serie Tropical Rainforest. Diese Käfer waren alle in dieser Box hier zu finden. Ganz einfach zusammenzubauen, zusammenzusetzen. Und wisst ihr was, jetzt probiere ich doch tatsächlich, ob ich die Käfer hier alle auch wieder in diese Box hier reinbekomme, wenn sie aufgebaut sind. Das wäre natürlich absolut optimal. Hier tue ich mal diesen Guide rein. So, mal die Käfer zur Seite.
Und jetzt setzen wir die alle mal hier so rein. Da mache ich sie allerdings gerade. Also von der Länge her, da wird es knapp. Wenn ich mal gucken, den setze ich mal hier her. So. Dann den hier mache ich daneben. Boah, die sind halt schon extrem lang, die Käfer. Habe ich noch so einen langen? Ja, hier habe ich den anderen langen. Den setze ich hier hin. Dann habe ich noch den hier. Kriege ich den noch so rein? Ja, den kriege ich rein. So. Und den hier, den kriege ich auch noch rein. So, also, zwar nicht schön exakt nebeneinander, aber ich kriege sie tatsächlich alle rein. Ohne, dass ich jetzt schrecklich arg drücken muss. Und so, muss ich sagen, sind die auch richtig schön aufbewahrt, unsere Käfer. Das finde ich toll. Und da braucht auch keine Angst haben, dass die Käfer ersticken oder verhungern. Das ist das Schöne an PVC. Die fressen nichts, die wollen nichts. Die machen nur Unfug beim Opi, wenn es Licht aus ist, dann erwachen die alle zum Leben und treiben hier ihre Späße. Also das finde ich richtig klasse. Ihr habt hier 6 Käfer in diesem, ja, Forscherköfferchen drin. Ihr könnt den Koffer natürlich auch hier irgendwie als Vesperbox benutzen oder sonst irgendwie was. Oder eben diese Käfer drin optimal aufbewahren, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass sie verstauben oder dass sie einen Farbabrieb kriegen oder sonst irgendwie was. Weil ihr hört schon, da wackelt auch nicht viel, wenn ich diese Box hier bewege. Die sitzen hier richtig schön drin. Also, richtig schön, klasse, das gefällt mir. Und ja, vielleicht fühlt sich hier, wenn es denn irgendein Hersteller mal so ganz am Rande sieht, dieses Video auch angesprochen oder überlegt sich mal, ob sowas nicht vielleicht auch was für den deutschen Markt wäre. Wer weiß, mit der Zeit, es kommt ja manchmal, teilweise dauert es ja Jahre, bis Figuren oder Dinge aus dem asiatischen Markt oder aus USA nach Deutschland kommen. Natürlich ist das umgekehrt genauso. Vielleicht gibt es diese Käfer, vielleicht gibt es diese ganzen Tierserien. Es gibt ja nicht nur diese Box mit Käfer, es gibt ja wirklich mit allen möglichen Arten von Tieren. Es gibt eine Box, die ist voll mit Pinguinarten. Es gibt eine Box mit Tiefseefischen, mit Meeressäugetieren, mit Amphibien, mit Reptilien, mit Dinosauriern, mit Wildtieren, mit Waldtieren, unfassbar viel. Vielleicht kommt es alles mal zu uns herüber und wir können es auch in Deutschland ganz normal in den Läden kaufen. Also da würde ich mich tierisch drüber freuen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese beiden Teile hier mit mir zusammen, ja, zu durchleben. Ihr könnt es anschauen. Ich habe es hier zusammen gebastelt, ausgepackt. Und ich freue mich, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Und da bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, Leute, bleibt gesund. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Rupi.